Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kryptonauten, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe in der Kryptosektion der Formationsdata. Heute ist Montag, der 13. Mai 2019, und Kryptonauten, ich komme gleich zu euch. Für alle Nicht-Kryptonauten, die diese Videos schauen, weil sie den billigen Tipp wollen, die von mir hören wollen, gelong, geschort, die von mir wissen wollen, das und das wird als nächstes passieren, ihr könnt alle abschalten. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Keine Ahnung. Ich mache auch hier gerade nichts. Das heißt, ich will auch gar nicht eure Zeit verschwenden. Investiert doch gerne eure Zeit darin, ein anderes Video zu finden, wo einer euch sagt, dass er weiß, was als nächstes passiert. Ich weiß es nicht. Punkt. So, damit, liebe Kryptonauten, nochmal herzlich willkommen. Folgender Schnack. Ich kann euch sagen, ich habe in den letzten Tagen fast nichts gemacht. Aber es war so, dass während Bitcoin die ganze Zeit gestiegen ist, dass die Altcoins sich ja kaum bewegt haben. Und die Altcoins hatten aber richtig schöne Konsolidierungen durchgeführt. Zum Beispiel Ethereum, zum Beispiel Bitcoin Cash, zum Beispiel EOS. Und darüber hatte ich auch zuletzt immer wieder mit den Formationstrainern gesprochen. Und wenn ich euch das einmal kurz, kriege ich das in einer Stunde gezeigt, zeigen darf, folgendermaßen, hier kann man, ach, das ist sogar noch drin, super. Schaut mal, Bitcoin Cash hatte hier eine Stange, dann war hier diese Konsolidierung, diese Flagge, diese rote, und ich hatte seinerzeit, das war Mitte April, den Formationstrainern gesagt, Leute, nach dem System, was ihr gelernt habt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Flagge funktioniert, gering. Passt lieber auf. So, guck mal, was passiert. Bricht aus, macht sogar das tiefere Tief. So, und dann hatten wir aber gesagt, wenn er noch länger konsolidiert, dann wird es besonders interessant. Und dann hat er das auch gemacht. Und das ist die Stange. Richtig schöne, lange Konsolidierung. Hält sich da oben auf. Das, was ich sage, was schön ist. Gekommen, um zu bleiben. Und das Schöne ist, wir hatten ja dieses Wochenende Seminar. Das heißt, am Freitag zeige ich dann immer, wie wir die Formation einzeichnen. Am Samstag erklären wir die Ein- und Ausstiegsstrategien. Und dann habe ich, guck mal euch die Uhrzeit an. Wir fangen ja mal morgens um 8 an. Morgens um 8 habe ich den Teilnehmern gesagt, Leute, guck mal auf unsere Live-Trading-Liste. Das kriegen die Leute auch immer per Nachricht zugeschickt. Wir sind Bitcoin Cash Long. Wir warten, dass der Markt hier diese Zone um 300 rausnimmt. So, und was war unser Ziel? Kann ich euch sagen, unser Ziel war, kann man vielleicht am besten, kann man auch im Tag sehen, war die $400. Warum $400? Es ist eine psychologische Marke. Plus, guck mal. Unterstützung, lange Zeit nicht mehr angelaufen, also ist das hier die Widerstandszone. Und während es bei Coinbase bei 386 war, ist das durchaus trotzdem, achso, Entschuldigung, wenn das hier gerade 386 ist, war es bei Coinbase direkt bei 400, und das war allerdings, muss man sagen, irgendwann mal mitten in der Nacht, und da war mir nicht möglich, den Stop nachzuziehen. Macht aber nichts. Guck mal, das ist hier morgens irgendwann, genau um 7. Dann haben wir hier angefangen, den Stop nachzuziehen, und haben tagelang nichts gemacht, zugeguckt, nicht getradet, und dann innerhalb kurzer Zeit 23% realisiert. Gerade mal 22 Stunden. Was mich besonders freut, ist, auch die Exit-Strategie lehren wir am Samstag. Und das ist nämlich das, was wir Formationstrader tun. Wir labern nicht, dass wir traden können, wir traden es live. Und worauf ich besonders stolz bin, ja, wisst ihr was, Trader, wir haben Bitcoin nicht gekriegt. Ich kann euch auch erklären, warum wir es nicht gekriegt haben, weil ich auch etwas einfach nicht erkannt habe. Nur in dieser Phase ist was passiert mit meinem Depot. Ich habe wieder einen Schritt gemacht nach vorne und wieder ein neues Allzeithoch gemacht. Ganz einfach. Und darauf kommt es beim Trading an. Und wenn ihr sagt, okay, ich kann, wenn ich mich jetzt bewerbe, bis einschließlich Januar alle Dienste nutzen, auch die Triggerliste, auch die täglichen Morgenbriefings, auch die fundamentalen News und so weiter. Plus, ich kriege noch 25% Preisnachlass auf das Seminar für das Jahr 2018, also auf die Preise von 2018. Denn Ende des Monats wird es dann nur noch die 2019er Preise geben. Dann seid ihr herzlich eingeladen. Denn wir machen das so, ihr könnt euch das alles ein halbes Jahr angucken, dann geht ihr zum Seminar
Und danach habt ihr immer noch ein halbes Jahr Zeit, was ihr mit uns verbringen könnt. Und nach dem Seminar könnt ihr sogar sagen, gib mir mein Geld zurück. Denn du kannst es offensichtlich nicht. Und wenn ihr mir ein vergleichbares Angebot zeigen könnt, dann bin ich auch gespannt, an meinen Preisen zu drehen. Nur sowas kriegt ihr nirgendwo anders. Punkt. Bewerbt euch jetzt und sichert euch all das, was Bitcoin angeht. Unabhängig von der aktuellen Preislage. Und Leute, ich würde hier wirklich nichts machen. Aus mehreren Gründen. Erstens, schaut euch mal bitte dieses extrem hohe Volumen an. Und ja, ich habe auch hier schon gesagt, es wird langsam mehr Volumen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, als wir hier waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Da habe ich euch gesagt, Leute, seht ihr das? Das ist hier ein bisschen mehr Volumen als vorher. Und das spricht dagegen, dass der Bitcoin-Preis weit unter die 3000 fallen wird. Und jetzt sage ich euch, Leute, es ist hier die ganze Zeit wieder ein bisschen mehr Volumen. Und auch wenn die 6000 rausgenommen ist, bin ich zurückhaltend, jetzt diese Zone zu kaufen. Ja, muss man noch shorten, muss auch verkaufen. Was wollt ihr denn hier verkaufen? Also, wenn ihr mir jetzt sagen würdet, ey, Hamed, guck mal, steigt, konsolidiert lange, steigt, konsolidiert ein bisschen kürzer, steigt, konsolidiert kürzer und schießt durch. Das erinnert mich ja an Ende 2017. Würde ich sagen, ja, das stimmt, diese immer kürzer werdenden Konsolidierungen sind mit Vorsicht zu genießen. Nur in dem Augenblick, in dem Bitcoin nicht weiter steigt, sondern hier dann wieder weiter konsolidiert, dann kann auch wieder steigen. Das heißt, das hohe Volumen macht mich vorsichtig. Dass dieser Anstieg am Wochenende zustande gekommen ist, macht mich vorsichtig. Ich habe aber überhaupt keinen Grund, kein Setup. Alles, was in meinem System ist, spricht gerade dagegen, in irgendeiner Art und Weise short zu gehen. Und das, was euch nicht passieren darf, auch liebe Hodler, dass ihr zwar Bitcoin kauft, aber dann in dieser ganzen Zeit mit sogenannten Hedges dann eure Investition kaputt macht. Und deswegen, ich würde hier gerade bei Bitcoin weder long noch short irgendetwas machen, sondern ich würde warten und rauskriegen wollen, ob dieser Ausbruch hier echt ist oder nicht. Denn wir haben nicht nur die 6000 rausgenommen, wir haben nicht nur von diesem Ausverkauf die 61 rausgenommen, wir haben sogar die 100% rausgenommen, wir haben sogar diese lange aufsteigende Linie einfach rausgenommen. Das ist erstmal stark. Weil es aber nicht so war, dass der Markt zum Beispiel hier drunter lange sich aufgehalten hat und dann durchgeht, sondern weil der Markt so läuft, bumm, und dann durchgeht, bin ich so, Kumpel, du bist mir gerade zu stark und deswegen, hey, wenn du stark bist, ich lege mich mit dir nicht an, sollen auch andere dich mit dir anlegen. Aber du siehst mir auch ganz schön müde aus. Fertig. Mehr würde ich hier erstmal nicht machen. Und ich kann euch nur sagen, jemand hatte mir mal irgendwie einen Twitterer empfohlen. Ich weiß es nicht wer. Also kommen immer wieder Leute und sagen, ey, guck dir den an, der ist super. Und dann habe ich mir tatsächlich am Wochenende das mal angeguckt. Das ist ein junger Typ, der stand irgendwie rauchend am Fenster und hat irgendwie gesagt so, ja, okay, diesmal hatte ich nicht recht, aber mit den Divergenzen und so weiter und so fort, ich kann eben ganz häufig die Tops und die Böden voraussagen und ich bin da einfach super toll. Und dann merke ich so, okay, also die Signale, die an die Trader geschickt werden, gerade so in dieser jungen Kryptowelt ist, du musst das Top erwischen. Du musst den Boden erwischen. Ich sehe das ganz anders. Also, ich wiederhole mich da gerne, wir haben hier Bitcoin erwischt und hier und hier und in dieser Phase haben wir nichts erwischt und dafür haben wir dann aber hier wieder Bitcoin Cash erwischt und ich brauche nicht das Top. Bedeutet, stellt euch vor, es kommt so eine rote Kerze, rums. Dann würde ich sagen, oh, okay, vielleicht können wir dann aus der zurücklaufenden Konsolidierung was Bärisches traden. Stellt euch vor, der bleibt jetzt hier liegen, dann kann ich aus der Konsolidierung raus traden. Meistens entstehen Verluste, weil Trader zu ungeduldig sind. Weil sie aus Sorge, irgendwas zu verpassen, nicht bereit sind, weil sie Sorge haben, etwas zu verpassen und dann bereit sind, auf niedrige Wahrscheinlichkeiten zu setzen. Ich verpasse das gerne und in dem Augenblick, in dem ich warte, bietet sich eine andere Gelegenheit für 25% für mich. Und ich habe noch zwei
fundamentale Dinge, also Kernaussage, ja, der Chart ist echt stark. Ja, die Konsolidierung waren zu kurz und ja, der Ausbruch kam am Wochenende und ja, es ist echt viel Volumen nach hohem Anlauf, deswegen ich warte. Punkt. So, was bleibt mir noch? Eine edukative Sache und eine langfristige Sache. Erstens, ich habe es auch nicht erkannt. Das ist mir auch ganz wichtig. Also wenn ihr sagt, ja, ja, hinterher ist alles ganz einfach, habt ihr vollkommen recht. Ich habe es auch nicht erkannt. Und ich muss nicht immer alles erkennen. Schaut mal, dem reinen Lehrbuch nach ist eine Bullenflagge so. Also das ist die steile Stange, ne, hier. Und dann läuft die Flagge entweder leicht abwärts gerichtet oder das ist die Stange und die Flagge oder die Flagge läuft seitwärts. So. Und zwar nicht in dieser Sektion, aber in anderen Sektionen gab es immer wieder Diskussionen, wenn ich gesagt habe, dass es irgendwo eine aufwärtsgerichtete Bullenflagge gibt, dann hieß es immer wieder, es gibt keine aufwärtsgerichtete Bullenflaggen. Dann sage ich, ja, ich weiß, im Lehrbuch steht es nicht drin, aber ich habe das doch schon ganz häufig gesehen, dass es das gibt. Und einfach nur für euch, Leute, es gibt auch A, aufwärtsgerichtete Bullenflaggen, B, die sind nicht immer leicht zu erkennen, in diesem Falle habe ich es nicht erkannt, und C, die sind nicht immer leicht zu traden. Denn dann sieht es zum Beispiel so aus, als würde er ausbrechen, dann kommt er wieder zurück, dann bricht er wieder aus, dann kommt er wieder zurück und dann läuft er. So, das war eine aufwärtsgerichtete Bullenflagge. Habe ich nicht erkannt und selbst wenn ich es erkannt hätte, wäre ich hier nicht durch die 6000 gegangen. Nur einmal zum Gesehen und Verstanden haben. Übrigens, wenn ihr mich zwingen würdet und sagen würdet, du musst dich jetzt festlegen, ob dieser Ausbruch echt ist, würde ich sagen, 35%, dass es echt ist. Aber ich will es nicht verkaufen. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir unter 6.000 kommen. Aber das ist reine Spekulation. Steht nicht im Chart und ich trade es nicht. So, und ich werde abwarten, bevor ich dann sage, ob ich das eine oder andere mache. Im Moment ist der Markt dafür zu stark, um in irgendeiner Art und Weise was short zu traden. Und noch eine letzte Sache. Als Bitcoin hier unten war, da haben wir in so einem Sonderwebinar über Kryptos gesprochen. Ich habe gesagt, Leute, das sieht aus wie eine Bärenflagge. Und ich sehe hier wieder das erhöhte Volumen. Und wenn jemand sagt, ich habe gerade irgendwie viel Kapital und es stört mich auch nicht, wenn das Kapital vielleicht 3, 4, 5, 6 Jahre rumliegt. Und wenn jemand sagt, ja, ich weiß, dass sogar die theoretische Möglichkeit besteht, dass Bitcoin in Richtung 1000 geht. Und deswegen man das sehr vorsichtig macht, dann könnte man bei 3.000 auch kaufen. Ich habe aber auch gesagt, ich werde es nicht tun. Nur wenn jemand Kapital hat und sagt, ja, ich bin auch bereit, nochmal bei 1.000 nachzukaufen, wäre das eine potenzielle Möglichkeit. Das ist eine Strategie, die ich verstehen könnte. Ich habe aber auch damals gesagt, für den Fall, dass dein Bitcoin in Richtung 6.000 ginge, würde ich die Hälfte rausnehmen. Weil es Überzeugung hin oder her, es ist immer noch eine reine Spekulation. Und ich mache das nicht bei meinen Trades, dass ich sage so, oh, ich nehme die Hälfte raus und dann gucke ich mal, was die zweite Hälfte macht. Ein Trade ist ein Trade, hat eine Zielzone und dann ist er fertig. Klar, in dem Augenblick, in dem man die Hälfte rausnehmen würde, ich sage nur, dass es eine Strategie ist. Es ist so, dass euer Gewinn nach oben hin viel kleiner ist, weil ihr noch die Hälfte an potenziellen Gewinn habt. Ihr habt aber auch einen riesen Vorteil. Oder man hätte einen großen Vorteil. Man kann kein Geld mehr verlieren. So. Ganz sicher keine Empfehlung. Nur eine Strategie, die man kennen sollte, könnte, darum wissen sollte. Und that's it pretty much. Was die nächsten Tage angeht, abwarten. Erst bewegt sich der Markt, dann bewege ich mich. Im Moment stark. Überkauft, echt stark und ein bisschen bubbly. Gucken wir mal. In diesem Sinne, Kryptonauten, macht ruhig so weiter. Ich drück euch die Daumen, ich find's super. Kryptos, nicht nur zum Mond und zum Mars, sondern bis zu Delta Leonis. Hauptsache Kryptonauten, ihr alle bleibt gesund und glücklich.